sorry, mehr habe ich nicht. Ja, mach doch nichts, Lady. Müssen wir da rein oder? Wo müssen wir hier rüber? Ich hab doch keine Ahnung. Na komm, fahren wir mal hier mit. Komm her! Was alles machst, diese Risse. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet. Ich fand, ich habe selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Cool. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Ja. Wie machst du das? Eigentlich bist du auch hier zu Hause. Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Naja, und ich wollte sehen, ob es geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen und dem, was ist. Okay. Ich glaube, hier war das, ne? Ja. Gut, dann brauche ich wieder dieses Stromding. Und mache ich das mal hier und dann BAM! Dann können wir, glaube ich, auch los. Die Gondel! Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elizabeth! Sobald er hat, was er will, ist er weg! Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Komm, Stock. Vater, Prophet, was immer Sie sind, ich gehe und Sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind, da täuschst du dich. Wo kommt denn die Gondel? Wo denn? Ich sehe gar nichts. Hab nichts. Will ich mich verarschen? Ah. Hier. Die Firma dankt. Ja. Alter! Ich hab auch ein paar. Oh, mein Kopf juckt gerade. So. Mach doch nix, ey, dass sie mir jemand zulabert. So, wie langsam das Ding ist. Boah, fast tot gewesen. Scheiße! Ja, gerne. Mann! Ist doch kacke. Toll, wo sind wir jetzt? Jetzt soll ich wieder den Weg dahin suchen, ne? Tolle Kacke.
Ein Patriot! Vorsicht! Hier, Munition! Bitte sehr! Cool, haben wir jetzt mal fast selbst umgebracht. Oha, was ist das denn? Eine Gatling Gun. Elizabeth? Eine Sekunde. Komm mit, Typ. Komm. Fertig. Und los. Geh ans Bord des Luftschiffes. Als Sie da am Strand ohnmächtig waren, da haben Sie immer einen Frauennamen gesagt. Echt? Darüber will ich nicht reden. Ach so, ja. Tut mir leid, es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Okay. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Ich nehme dich mit nach Hause und wandere einfach aus. Aber ich wusste doch gar nichts von der Stadt hier vorher, oder? Habe ich das falsch verstanden? Macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Macht ja gar keinen Sinn. So, wie viel haben wir eigentlich schon? Ui, wir haben 15.08 Uhr. Mal eben gucken hier. So. Jetzt können wir wieder raus. Jetzt müssen wir an die First Lady. Ja, vielleicht können wir uns hier was Cooles kaufen. Geile Waffe. So, jetzt kann ich mir hier noch was kaufen. Panzerfaust brauche ich nicht. Präzisionsgewehr habe ich auch nicht. Ja, kacke. Dann holen wir doch gleich mal... Ach komm, machen wir einfach das. Wir haben eh zu viel Kohle, wa? Ich suche noch. Bam. Ich brauche eine andere Waffe. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwo noch Munition dafür bekomme. Ja, kaufen auf jeden Fall.
Oder doch, hier vielleicht. So, ich nehme jetzt erstmal eine andere Waffe. Hier draußen war ja ein Karabiner, ne? Ja. Danke. Und weiter geht es, komm schon. Ja, auch nicht unendlich Zeit. Komm. Puh. So, man nennt sie also den falschen Hirten. Und ich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir aus. Was denken Sie, woher die wussten, dass sie kommen? Entweder die hatten einen Propheten in ihren Reihen. Aha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. Hm. Das wäre auch ziemlich kacker, ne? Bärmata, wir haben krasse Gesundheit. Lava, sind wir jetzt ganz alleine auf dem Schiff? Warte, nein. Ich wollte noch. Hier, für die Kasse. Hier. Siehst du, das hätte ich sonst verpasst. Danke dir. Ja, komm. Und los geht es. Erste Klasse Ticket. Okay. Ich will Paris sehen. Ich will alles sehen. Tja, das kannst du jetzt auch. Es gibt niemanden. Moment, was soll das? 40 Nord, 74 West? Hm. Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zum Lernen, etwa Geografie. Ja, okay. Ich hatte Schulden. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Na komm, es... Ja, das habe ich dir gerade schon gesagt. Ach, Mann, komm. Na komm. Heul nicht. Alles wird gut. Los, dreh dich um und sprich mit mir. Wir können... Ja, sie ist nicht dumm, ist klar. Als ob sie dumm wäre. Jemand möchte sie haben. Und das bestimmt aus einem... richtig guten Grund. Bestimmt das mit diesen Zeitfenstern da irgendwie öffnen. Ja. Ach, sie fährt jetzt einfach nach Dings, Paris oder was? Scheiße, oder doch zurück? Nein, hau nicht ab! Ach komm. Was ist jetzt... Alter! Warum hat er mir eine gepuncht? Ihr habt sie gar nichts getan! Oh, Scheiße! Na, jetzt bin ich im Knast, oder wie? Ach, da ist doch dieser. Die frische Luft hat geholfen, der hier ist wach. So, so, du bist also dieser berühmte falsche Hirte. Hast schwer Krawall gemacht bei der Verlosung. Bist du Fitzroy? In Person. Ich habe nichts gegen dich oder deine Vox Populi. Aber das hier ist mein Luftschiff. Und ich brauche es dringend. Wirklich? Für mich sieht's nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu, ich will keinen Streit. Es gibt bereits Streit, DeWitt. Die Frage ist, zu wem hältst du? Comstock ist der Gott der Weißen, der Reichen, der Erbarmungslosen. Wenn du zum einfachen Volk hältst, komm zur Vox. Wenn du zu den Aufrichtigen hältst, komm zur Vox. Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst musst du der Vox helfen. In Finkton unten, da gibt's einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Okay. Sie bei ihm ab. Dann bekommst du dein Schiff zurück.